Willkommen zurück zu Pokémon Perl Randomizer Nuzlocke. Wir haben im letzten Part am Ende noch gegen Galactic Boss Cyrus gekämpft. Er ist dafür verantwortlich, dass Turbots, Zelfe und Vesprit gefangen gehalten wurden, obwohl die zwischenzeitlich doch irgendwie ausgebrochen waren, weil die irgendwie eingesetzt wurden von Team Galactic Krüpeln. Aber gut. Und wir haben den im letzten Part noch besiegt. Lass die Pokémon frei. Ich verstehe. Du bist tatsächlich stark. Hallo? A-Taste? 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 Danke. Und die Quelle deiner Kraft ist dein Mitgefühl für Pokémon. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nur Illusion. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und sich in nichts auflösen. Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich verzweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Dessen ungeachtet bist du stark und mutig. Dass du allein hierher kommst, das weiß ich zu schätzen. Hier ist deine Belohnung. Und jetzt kriegen wir etwas ganz Krasses. Den Meisterball. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Er fängt jedes wilde Pokémon ein. Immer und überall. Aber ich brauche ihn nicht. Im Gegensatz zu euch Trainern sind Pokémon für mich keine Freunde. Und ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge, wie die anderen von Team Galactic. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an. Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende den Teleporter. Ich reise zum Kraterberg. So ist es. Zum Kraterberg, wo wir uns zum ersten Mal begegneten. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende heraufbeschwören. Nein. Ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Dieser Typ ist so krank. Und ich kann euch sagen, das war's noch nicht. Wir werden den Typen wiedersehen. War meine Leseart und Weise etwas kühl? Ja, das gut so? Das war sehr gut so. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Und ja, er meinte Kraterberg. Oh, hier ist ein Bericht. Nee, wollen wir nicht. Nein, das wäre nur was für... Wer das lesen will, der muss ins Platin-Display gucken. Ich glaube, da habe ich das auch nicht durchgelesen. Aber egal. Wer es durchlesen will, muss das selber spielen. Aber wie auch immer. Er meinte ja, er geht zum Kraterberg. Bedeutet, da werden wir wohl in Zukunft auch noch hingehen müssen. Erstmal benutzen wir diesen Teleporter. Ich würde deine Pokémon mal heilen. Ja, gut, wäre vielleicht auch eine Idee. Ja gut, einen Hypertrank mehr braucht es auch nicht. Ja, aber ich dachte, mit dem Teleporter kommen wir jetzt sogar ganz zurück. Aber nee, wir müssen ja noch die drei Seen-Pokémon retten. Ich habe Team Galactic unterstützt, aber das hier geht zu weit. Ja, guckt euch diese Substanzen an und was ist da drinne? Das will man gar nicht so genau wissen. Nee. Geh weiter. Ich kann nichts zu unserer Verteidigung sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das denn noch für alles führen? Ihr seid mitschuld. An diesen grausamen Taten. Da ist... Selfe? Jupiter? Nee, doch Jupiter, ne? Genau, Jupiter. Ja, das ist Jupiter. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigungen am See. Ach, wir kämpfen nochmal gegen Jupiter. Nee, das müsste Saturn sein. Saturn ist das. Saturn. Ja, richtig. Ein Lipomantos. Aber deswegen hab ich gesagt, heil deine Pokémon. Ja, gut. War eine gute Idee von dir. Lipomantos, was hat denn der denn für ein Typ? Gestein? Was Gestein? Auf jeden Fall Psycho. Psycho auch, okay. Lipomantos. Ich habe Lipomantos mit einem Komma geschrieben. Ich kenne ihn nur. Einmal mit Profis. Boden. Psycho. Ah, okay, gut. Das heißt, Eiszahn ist sehr effektiv. Perfekt. Und da ist auch gut, dass wir Mammut direkt vorne hatten. Money.
Nein, er überlebt. Mit einem KP wahrscheinlich. Und es kommt ein Überstrahl. Das ist sehr, sehr stark. Okay, gut. Bei Überstrahl, es ist halt eine extrem starke Attacke, daher, man weiß nie. Es ist aber ein Glück kein Step-Bonus gewesen, sonst wäre es halt noch stärker gewesen. Ja. Daher, wenn mal ein Normal-Pokémon kommt mit Überstrahl, das wird nicht gut ausgehen. So, als nächstes ein Bluebella. Rein theoretisch kann Mammut da bleiben. Obwohl, wiederum, es ist nur ein Bluebella. Auf welchem Level? 38. Komm, Mammut, das kriegst du hin. Eisern! Du schaffst das. Aber wiederum sind halt Pflanzenattacken doch noch irgendwie gefährlich. Daher müssen wir trotzdem aufpassen. Es sei denn, es ist gleich besiegt. Perfekt. Somit auch Level 39 für Mammut? Eventuell? Möglicherweise? Ja, das sieht gut aus. Sehr Bling. Schön. So, und als letztes ein Panferno. Ja, geil. Endlich kriegen wir die Endentwicklung meines Lieblingsstarters aus allen Generationen. Und ich würde sagen, wir kämpfen hier Starter gegen Starter. Das ist dann das ultimative Battle hier im Team Galactic Hauptgebäude gegen Team Galactic Commander Saturn. Ja. 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 Kampf Feuer gegen Wasser Stahl. Zwar haben wir natürlich mit Surfer eine sehr effektive Attacke gegen Panferno. Allerdings hat er auch eine sehr effektive Attacke gegen uns, und zwar Kampf. Daher, okay, er macht Offenlegung. Das ist ein Fehler von ihm, was ich natürlich sehr gut finde. Allerdings, wenn zum Beispiel Nahkampf kommt, huiuiui, das wird dann nicht gut ausgehen. Allerdings reicht Surfer hin. Ah, das war wirklich ein schönes Battle. Level 40 gegen Level 40, Starter gegen Starter. Das war perfekt. Ja. Warum denn nicht? So, Saturn. Wieder mal besiegt, wieder mal warst du zu schwach. Ah, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Wenn du mich schon daran lässt, mit Vergnügen mache ich das. Ja, natürlich. Pokémon sind wieder frei. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er, um etwas auf dem Kraterberg zu fangen. Aber mehr weiß ich nicht. Wer weiß, was er da oben wirklich vorhat. Und weg ist er. Und weg ist er. Und hier ist nun unsere Mission beendet. Wir gehen nun wieder raus. An diesen komischen Dingern vorbei. Ganz ja. Nach draußen. Nun ist auch der Weg hier frei, waren ja vorhin noch irgendwelche Tonnen hier dazwischen. Und dieser grüne Teleporter ist ein spezieller Teleporter, weil der bringt uns direkt zum Anfang hier in diesen Raum hinein. Und ja, dann geht es nun raus. Hier wartet nicht Professor Albo oder so auf uns? Nö, dann anscheinend nicht. Dann gehen wir kurz im Pokécenter, dann muss ich mal schauen, wo es weitergeht. Aber ich mache einen kurzen Cut. Kraterberg. Denke ich nämlich auch. Ich nee, bin ganz kurz... genau. Ah, okay. Ich bin am überlegen, ob ich vorher zur Feuerio-Hütte gehen soll, aber ich will die Zuschauer dann doch nicht auf die Folter verspannen. Welchen Eingang wollen wir denn dann nehmen? Ist das... Das war hier vor... Da ist Erzling, denke ich, am besten, oder? Man hier... Ja, da müsste Erzling am besten sein. Ja. Glaube ich auch. So, ich bin nun hier in Erzelingen. Von hier aus geht es nun Richtung Kraterberg oder sogar auch in den Kraterberg hinein. Hat ja Cyrus gesagt, dass er nun dahin will, und auch Saturn erwähnte es. Nun geht's hier rein. Die Fahrradrampen. Natürlich die Fahrradrampen. Die Fahrradrampen, die sind doch geil, oder? Oh mein Gott. So, ich setze hier drinnen einen Topschutz ein, weil ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon. Das wird jetzt hier nochmal ein schwieriger Pfad. Wir gehen mal Willst du eigentlich den Teil des Kraterberges als separaten Teil zum anderen Kraterberg, wo die andere Musik spielt, oder ist es einfach Kraterberg? Es ist kein neuer Encounter. Okay. Genau. Es ist... Ich unterscheide das in der Form, es muss oben links ein anderer Name stehen. Okay. Oder als Einblendung, wenn man da irgendwie das Gebiet betritt. Alles klar, du hast doch kein Kraxter-Pokémon. Ja, richtig. Und daher werde ich jetzt mal schauen, wer mal Kraxter lernen kann. Oder das auch wird dann letztendlich. Stärke 90, Genauigkeit 85, also
so eine gute normale Attacke. Und Pingu, Gizi und Mammut können es erlernen. Gizi möchte ich es nicht erlernen. Pingu wäre möglich, Mammut aber auch. Ich schau mal kurz bei den Attacken von Pingu mal vorbei. Ich glaube, hier die Flugattacke kann mal raus, Schnabel. Ja, Schnabel kann raus. Wir werden natürlich vor der Liga noch irgendwann bessere Attacken erlernen. Somit alle VM-Attacken raus, außer Fliegen und Surfer. Und durch bessere Attacken ersetzen. Aber hier, ich möchte keinen VM-Sklave mitnehmen. Also darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Wäre mir von den Regeln her erstattet. Oder gestattet sogar, besser gesagt. Das wäre nicht an den Regeln gebunden, so gesehen. Aber gut. Hier ist ein Top-Trank. Wahrscheinlich da links im Gestein auch noch irgendein Item. Ein Äther, sehr schön. Oh. Weil es war so offensichtlich. So. Nun geht es hier durch. Hier unten ist auch nochmal ein Item. Ein Fluchtseil. Was wir so an. Doch, brauchen wir, weil wir haben keinen Schaufler. Also bräuchten wir, wenn wir hier raus wollen. So, der Weg teilt sich nun auf. Hier ist ein Ausgang. Ich guck mal. Da gibt's ein Item, glaube ich. Ja, da sind. Genau, wir sind hier oben dann. Unten sind wir reingegangen. Und hier ist links ein Item. Das war, glaube ich, so eine TM, oder? Nee, ein Eisen. Schade. Schade. Eine schöne TM wäre doch auch mal gut gewesen. Ja. So, dann geht's natürlich wieder in den Kraterberg hinein. Denn wir müssen unbedingt Team Galactic folgen. So, da unten ist auch noch ein Item, das dürfen wir nicht vergessen. Bedeutet, wir gehen hier direkt mal runter. Gibt es da ein Item? Nein. Kann ja immer in den Steinen irgendwas sein. Hier gibt's Steinhagel. Einfach so hier. Einfach so, ja, Steinhagel. Liegt einfach ja. Rum. Steinhagel, eine sehr schöne TM. Sogar besser als Felsgrab, was wir momentan bei Aaron haben. Wo ist denn hier Steinhagel? Bin ich schon dran vorbei? Wahrscheinlich. Müsste doch. Ah, nee. Doch. Er wird ja gleich automatisch sortiert, ne? Richtig. Ja. Wo ist ein Steinhagel? Steinpolitur. Da, Steinhagel. Stärke 75, Genauigkeit 90. Natürlich nicht die beste Genauigkeit. Allerdings für damit klappt gerade. Warum? Ja, moin. Dann hier mal beibringen. Und für Felsgrab. Ja, Stärke 50, Stärke 75. Und es ist so eine bessere Genauigkeit als bei Felsgrab. Interessant. Und kann sogar den Gegner eventuell zurückschrecken. Und ist bei Doppelkämpfen ganz gut, weil es beide gegnerische Pokémon dann trifft. Also auf jeden Fall ein Muss für Aaron. So, dann geht es hier wieder hoch. Schutz wirkt nicht mehr. Na toll, dann gleich mal einen neuen Schutz einsetzen. So. Und weiter geht es hier. Ist er noch keine Trainer gesehen? Moment mal, wir kommen ja von dort. Da bin ich wieder. Yay. Hier gibt es noch einen Beleber, den wir nicht brauchen. Meint sich so Teamspeak verabschieden zu wollen von meinen Tasten. Okay. So, und dann geht es nun in die nächste Höhle hinein. Der Kraterberg immer noch. Ja, Mann. Wer hätte es gedacht? Ja. Geradeaus weiter gibt es noch Items. Hier? Ja, geradeaus weiter gibt es. Du musst das sonst nach oben. Okay, gut. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz. Ich habe den Weg nicht mehr ganz im Kopf. Muss ich gestehen. Okay, hier gibt es wahrscheinlich was. Ein Top-Beleber, den wir nicht brauchen. Naja, aber wenigstens ist es Bares. Ja, das stimmt. Ich habe sowieso noch haufenweise Items, die sehr, sehr wertvoll sind. Und der erste Team Galactic Krüpel? Ja, Mammut bleibt du mal vorne. Aber die anderen dürfen dann auch wieder ein bisschen Screentime haben. Auch wieder an der 1 sein. Weil Mammut und Tengu sind ja nun auch auf Level 39. Ja. So, was setzt denn du erstmal ein? Ein Bluebell hatten wir doch gerade erst. Naja, dann kommt halt jetzt noch einmal eins. Ja. Oh, Level 40 so schon. Uiuiui. Uiuiui. Also wir sind momentan von den Leveln her so ein bisschen underlevelt. Muss man sagen. Wir waren eine Zeit lang overlevelt. Allerdings jetzt hat sich das Blatt gewendet. Och, muss das sein mit einem Kap... Aber ist gefroren. Na, immerhin. Das kann ich jetzt auch nichts mehr tun. Ja. Dann machen wir noch einen Eiszahn. Hinterher. Weil es schön ist. Richtig. Das macht Mammut ganz gut. So, Bluebella wurde besiegt. Einige EP. Und Rüpel ist besiegt. Weiter geht es. Ja, natürlich ist ihr Team Galactic sehr präsent. Hier fangen die nämlich an. Da zu sein
Und die wollen hier etwas Großes bewachen. Und dieses Große, was sie bewachen, das müssen wir unbedingt mit allen Mitteln aufhalten. So gut wie es geht. Turtok. Turtok. Und das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Nee. So, da auf jeden Fall wechseln zu Tengu. Ja. Der kann sich um Turtok mal ein bisschen kümmern. Derweil trinke ich mal kurz was. Für die Stimme. So, was macht er denn? Zieht seinen Kopf ein. Was war das gerade für eine Attacke? Verteidigung steigt, okay. Ach, Rasierblatt. Mach einfach Rasierblatt. Auch einfach Rasierblatt, das macht schon. Genau. Level 39 ist es. Also auf dem Level von Tengu. Und das. Uiuiui. Na gut, Verteidigungsboost. Jetzt kommt Schädelwürmel. Was? Okay. Was macht sehr, sehr viel Schaden. Ich mach noch ein Rasierblatt. Natürlich ist immer ein Volltreffer möglich. Haben wir ja bei Magnus gesehen. Daher dürfen wir uns nicht so auf der sicheren Seite fühlen. Mal sehen, was er. Ah, er setzt Naschschweif ein. Das ist ja ganz gut. Ist nämlich nicht sehr effektiv. Aber ja. Moment mal, wie viel zieht denn das ab? Ach, das ist eine starke Attacke. Ja. Aber Rasierblatt sollte hoffentlich ausreichen. Wenn nicht, sind wir tot. Also, Tengu tot. Okay, gut. Okay. Also, das Turtok hat jetzt nochmal ordentlich reingehauen. Ist halt ein Turtok. Turtok ist halt ein Starter und somit sehr stark. Ein starker Starter sowieso. Richtig. Auch ein schönes Pokémon. Ja. Also von der Generation Turtok. Ach, Mist. Turtok, Glurak und Bisaflor mag ich Bisaflor am meisten. Danach kommt Turtok und danach erst Glurak, so überraschenderweise. Weil ja viele ja auch Glurak als Lieblingsstarter haben. Nee, Glurak bin ich nicht so ein Freund von. Was? Wir haben hier nochmal Schnee? Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte ja letztens gesagt, wir haben keinen Schnee mehr oder Hagel oder so. Da habe ich mich wohl getäuscht. Einsatz mit X. Richtig, das war wohl nix. So, es gibt hier nun da eine Höhle. Da links geht's lang und es geht nach oben. Ich will mal kurz nach oben schauen, was da so ist. Na toll. Ein Item. Und wilde Pokémon. Ein Potrot. Aber Topschutz wirkt doch noch. Die Pokémon sind zu stark da, ja. Das ist das Problem. Ja, müssen wir ganz schnell mal flüchten. Der Hagelsturm ist ja ganz gut für Mammut. Ja, da haben wir einen Vorteil bei. Richtig. Ein Nugget gibt es hier und dann ganz schnell bitte wieder weg. Ich habe keine Lust auf ein weiteres. Oh, wildes Pokémon. Was kann man hier noch fangen? Elektroball. Elektroball. Da auch ganz schnell weg, das kann Explosion oder Finale. Oh ja, stimmt, da war ja was. Naja, ganz, ganz schnell weg. Ganz schnell. So. Aha, jetzt wirkt der Schutz auch nicht mehr. Ist mir aber jetzt relativ egal. Schnell hier wieder runter. Nun geht's hier links mal lang. Okay. Da war doch auch irgendwas mit Items. Ja. So, ich nehme den äußeren Weg, weil ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon. Und wenn da im hohen Gras irgendwie da irgendwo ein verstecktes Item oder so ist, da ist mir auch egal. Jo, das hole ich hier auch direkt. Ein Top-Trank, das ist doch mal ein schönes Item. Anders das als Top-Beleber. Genau. So, hier mal schön durchgehen. Ich glaube, da ist eine Höhle. Jetzt ist die Frage, geht's in der Höhle weiter? Ich weiß es gar nicht, wo es jetzt... Ja, doch, da geht's weiter. Okay. Ich erkenne die Stelle wieder. Okay, gut. Dann danke dir, dass du mir da weiterhilfst. Komm, dieser eine Fleck da. Oh, jetzt ist der starke Stein wieder zurück. Mann, ey. Es mag zwar gefühlt schon 10 Jahre her sein. Ungefähr. Ja. Aber ich fand den Kraterberg schon immer so ein bisschen verwirrend. Muss ich ehrlich zugeben. Ja. So viele Eingänge und... Oh. Kein klares System. So, da gibt's eine Kaskadestelle. Und auch hier kommen wilde Pokémon. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Wäre ein geiler Encounter gewesen. Okay, Rayquaza. Einfach ein Rayquaza hier.
So, da ist einfach nur Surfer, okay, dann ist... Oh, ist das nervig! Ja, jetzt sind das nächste Legi! Ja... Kann man mal machen! Die Invasion der Legendären! Es ist jetzt nervig mit dem Pokémon hier. Und nur für ein Item, einen Hyperball. Na, mein. Dann kann ich... Ja. Oh. Aber guck, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Schwert und Schild jetzt auf der langen Strecke... Wenn sogar vielleicht drei Hyperballer gegeben hätte. Ja. So, in Zukunft werde ich die wilden Pokémon-Kämpfe rausschneiden. Da bitte ich auch dann dementsprechend retro ruhig zu sein, damit ich ja später beim Schneiden noch erkenne, dass man da nichts erzählt. Ja. Aber erstmal bin ich hier rausgegangen. Sehr schön. Ist halt auch für die Zuschauer ein bisschen besser, wenn ich das dann rausschneide. Ist halt sehr, sehr nervig, gerade wenn der Topschutz nichts bringt. Aber ich kann halt da jetzt nichts ändern. Echt? Der bringt gerade nichts? Hast du den drin oder wie? Ja, ich hab den drin. Die Pokémon sind einfach zu stark hier. So, wir sind nun auf der anderen Seite. Hier geht's weiter mit dem nächsten Trainerkampf. Na, mein. Brauche ich jetzt hier noch nichts zurechtschneiden, das ist auch ganz gut so. Ja. Daraufhin der nächste Team Galaktikvogel. Mal sehen. Was wird drei heute? Pokémon, ein Schwalbini. Oh, da habe ich ja momentan einen Mammut vorne. Das passt doch. Ein Mammut ist vorne. Schwalbini ist ja generell noch ganz schön schwach. So, Eisern. Lecker. Vogel. Gefrorener Vogel. Ist doch lecker. Ja. So. Nächstes Pokémon, ein Kinoso. Ach komm, Mammut, mach mal weiter hier. Ach, du machst das ganz gut so. Genau. Und dann ist er bald auf Level 40 endlich mit einer Bohnenattacke. Und die Bohnenattacke brauchen wir. Dass wir endlich mit Bohnen angreifen können und das ist dann Erdbeben sogar. Bedeutet eine sehr, sehr starke Bohnenattacke. Ja. Wir hätten auch schon ein Erdbeben holen können. Und zwar aus der bizarren Höhle. Unter dem Fahrradweg. Ja. Allerdings habe ich mir so gedacht, da wir sowieso die Attacke so bekommen per Levelaufstieg, brauchen wir jetzt die TM nicht holen. Die können wir uns irgendwann holen, wenn wir doch nochmal Erdbeben brauchen als TM. Ja, aber auch. Ja, Wasser-Pokémon spielen doch gerade sehr entgegen. Ja, allerdings Gift nicht unbedingt. Nee, Gift nicht. Aber es ist dafür ein Tentacha. Ja, richtig. Dadurch besiegt. Ist ja durch den Gifttyp auch dann insgesamt nur normal effektiv. Ja, stimmt. So, du bist besiegt. Du warst eine Lusche. Eine komplette Lusche und ja. Das ist hier die Höhle der Legis, habe ich das Gefühl. Ah! Nee. Gut, nächster Trainer. Ein Encounter. Nee, genau. Trainer, nicht Encounter. Ja, Encounter wäre besser. Aber nee, gibt's nicht. Heute nicht. Ein Rüpel mit zwei Pokémon. Ein Volnuna. Da werde ich direkt Mammut mal ganz schnell auswechseln. Hätten wir eine Bohnenattacke, würden wir es sogar vielleicht schaffen. Aber ohne Bohnen wird das hier ganz, ganz schlecht. Rüber zu Pingu. Der ist ja auch kurz vor Level 41 inzwischen schon. Der braucht nur noch die paar wenige EP, die wir nun durch Volnuna. Volnuna bekommen. Mhm. Allerdings Konfustrahl. Und jetzt wirst du mal mein Glück erkennen hier bei Konfustrahl. Wir hatten ja letztens in deinem Let's Play das Thema, dass Retro ordentlich Glück hatte, weil er immer angreifen konnte und ich, wenn ich verwirrt bin, werde mich immer selbst verletzen. Siehst du? Ich brauche es gar nicht. Ich brauche gar nicht auf Glück hoffen, weil ich schon ganz genau weiß, dass ich mich selbst verletze. Hier, jetzt nochmal. Siehst du? Ja, Pingu ist verwirrt und setzt Server ein. Ui. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, weißt du auch nicht? Dafür ist jetzt wohl Luna weg und jetzt kannst du dein Pokémon wechseln, damit die Verwirrung aufhört, wenn es sich sogar lohnt. Ja. Ja gut, der Kampf ist eh vorbei. Achso. Waren ja nur zwei Pokémon. Und ja. Achso, stimmt, das war ja das erste Pokémon, stimmt. Ach ja, Nidoking. Uff, ja. Gift. 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 Da. Bodengift. Bodengift, stimmt, Bodengift. Ja gut. Geh ich zu Dragon. Der hat eine schöne Psycho-Attacke. Ja. Zen-Kopfstoß. Ja. Ah, Nidoking. Wir haben ja Nidorino. Der Rino haben wir noch in der Backup-Box. Haben wir ja kurzzeitig verwendet. Und vielleicht werden wir den eines Tages weiter trainieren. Und dann später auch zu Nidoking weiterentwickeln. Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie dann der Bedarf ist. Ist ja hier Angebot und Nachfrage, so wie sehen. Ohne Nachfrage. Aha. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben genügend Bären. Wir haben genügend Gegengifte. Ja, richtig. Und der Kampf ist auch vorbei. Ja. So. Dann gleich mal hier ein Gegengift einsetzen, bevor hier irgendwas noch passiert. Wo ist denn hier ein Gegengift? Wahrscheinlich irgendwo ganz oben. Ah, ja. Als zweites. 6 Gegengifte haben wir, das passt ja. Nee, 5 jetzt nur noch. Ja. Okay, was kommt hier? Was kommt hier? Heatran! Den Akkadu lassen wir kurz drin. Das ist ein schön besonderer. Ja. Du hast bestimmt auch gerade die Heatran-Musik, ne? Ja. Ja, moin. Ist da noch ein Item? Nein. Dann wollen wir noch schnell die Höhle verlassen. Ja, Fluchtseil. Höhle verlassen, ganz schnell. Aber wenigstens sind die wilden Pokémon sozial und lassen mich sofort immer fliehen. Ja. Daher ist das nicht ganz so nervig. Nach unten so, musst du offiziell, ja, glaube ich. Ich schau kurz was. Ich will kurz hier noch nachschauen. Einerseits hier links gibt es bestimmt noch irgendwas. Noch eine ganze Menge. Links ist der, glaube ich, der Weg. Okay. Unten geht's nämlich nur in ein anderes Abschnitt, wo du nämlich in den nördlichen Teil des unteren Kraterbergs zurückkommst. Ah. Und da oben ist noch ein Item sonst. Ja, das Item hole ich noch und dann geht es an dieser Stelle dann im nächsten Part weiter, aber das Item will ich noch haben. Na toll. Aber da lohnt sich jetzt ein Schnitt nicht. Oh, Galoppa. Hier sind echt geile Pokémon, das muss ich schon sagen. Es gibt hier richtig geile Pokémon. Wir hatten eben schon Tornupto, hatten wir. Dann halt die ganzen Legis. Mhm. Und ja, es ist mega geil. So, mal kurz hier fliehen. Und was gibt's hier für ein Item? Ein Sonderbonbon. Oh. Gut, wie gesagt, im nächsten Part geht's weiter. Weiter Richtung Team Galactic. Mal sehen, ob wir das Finale schon im nächsten Part erreichen. Bis dahin. Richtung Spitze. Ja, bis dahin und bye bye. Ciao.